Auf unserer Rückreise von Spanien sind wir hier auf diesen kleinen Campingplatz gestoßen. Er liegt 10 Kilometer vor Mâcon und ca. 70 Kilometer hinter Lyon. Vorne der Eingangsbereich wird noch alles renoviert. Wir durften uns einen Platz aussuchen und haben dann Bescheid gesagt, wo wir stehen. Die Plätze sind sehr großzügig und ihr habt auch den Wasseranschluss und auch die Entsorgung direkt am Platz. Auch ist der Strom in dem Preis mit inbegriffen. Direkt auf dem Platz ist das Volleyballfeld. Ja, zur Müllentsorgung muss ich nicht viel sagen, es war alles sehr ordentlich. Auch das Sanitätsgebäude war zwar alt, aber auch sehr sauber. Eine Waschmaschine und einen Trockner findet ihr auch da. Und die Dusche ist mit in dem Preis enthalten. Ein Platz, der alles hat, was man benötigt. Was wir jetzt nicht gesehen haben, war eine Entsorgung für den Fäkalientank. Da müsste man nochmal nachfragen. Kommen wir nun zu den schönen Dingen. Essen. Bei diesem gut gelaunten Mann haben wir, glaube ich, die besten Hamburger in Frankreich gegessen. Wir können es wirklich empfehlen. Hier schmeckt das Feierabendbier auf jeden Fall mit dem Ausblick, den ich euch gleich zeigen werde. Das ist kein Hamburger, das ist ein Gute-Laune-Burger. Und den Burger oder was auch immer ihr bestellt habt, könnt ihr hier auf den Bänken genüsslich zu euch nehmen. Oder ihr setzt euch das letzte Mal in eurem Urlaub an einen Strand. Direkt neben dem Campingplatz befindet sich dieser wunderbare See. Ihr habt schon gesehen, es ist ein Strand. Ihr könnt dort sitzen, verweilen, ihr könnt die Seele baumeln lassen. Es ist herrlich gewesen. Oder habt ihr kleine Kinder und die sind noch nicht ausgelastet? Dann guckt, was jetzt alles noch kommt. Nicht nur für die Kleinen gibt es hier was. Nein, es gibt hier auch was für große Kinder. Ich nenne das mal richtiges Spielparadies. Es ist unglaublich, was es hier alles gibt. Die Kleinen können hier spielen, an der Kletterburg. Ich glaube, da wollen die gar nicht mehr weg. Oder nur einfach ein bisschen die Treffsicherheit trainieren. Direkt an dem See findet ihr die öffentliche Dusche, Umkleidekabine und auch die Toilette. Oder seid ihr auf der Suche nach Mietunterkünften? Das findet ihr auch hier, auf diesem kleinen Platz. Ganz verrückte Zeltkombination, total schön zusammengestellt in einem richtigen Dorf. Für die ganze Familie ist das mit Sicherheit ein richtiger Gaudi. Hier sogar ein ganzes Haus. Und die Wasserstelle ist im Epizentrum, mittendrin. Richtig schön gemacht, kann ich wirklich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Oder wollt ihr nicht ins Zelt, dann gibt es natürlich hier noch die Mobilheime. Alles da. Die Preise und so weiter erfahrt ihr mit Sicherheit auf der Internetseite. Die verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Das sind ja einige verschiedene Kategorien mit verschiedenen Ausstattungen. Schaut einfach mal rein. Wir haben unser Bierchen schön an dem Strand getrunken. Ein paar Leute waren noch schwimmen, es war so richtig nett. Wir haben für zwei Personen mit Wohnmobil ohne Strom, aber ich glaube, das ist mit im Preis inbegriffen, 19,30 Euro bezahlt für eine Übernachtung und haben uns hier von diesem wirklich lustigen Kerlchen hier richtig anstecken lassen. Es war eine gute Laune und es hat richtig Spaß gemacht. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dann. Tschüss.